Hier seht ihr das nochmal. Das ist eine Multiplattform-App. Erstmalig lud Baltic Incubate zu einem Sommertreffen in die Projekt B Workstation Lizo auf Rügen. Der eigens in Rostock gegründete Business Club möchte die Gründungs- und Innovationskultur in Mecklenburg-Vorpommern fördern. Wir wollen entweder im Land bleiben oder ins Land kommen oder verbinden etwas mit MV. Und zwar aus Überzeugung. Und wir haben heute tatsächlich 5 ganz, ganz tolle Teams und Ideen, Unternehmen, die teilweise schon gegründet sind oder in der Vorphase sind, hier. Ich bin Jasmin, Geschäftsführerin und Gründerin von Sister. Frau ist ein bisschen zickig und dann kommt auch schon das Kommentar, na, hast du wieder deine Tage oder kommen die bald? Und auch wenn das vermutlich so sein mag, will Frau das gar nicht so richtig akzeptieren. Oder wir wissen es gar nicht besser, weil wir uns mit unserem Zyklus viel zu wenig auseinandersetzen. Ich habe hier ein Paket abzuheben. Das geht jetzt gar nicht. Das ist ja noch nicht mal. Soll ich das jetzt annehmen? Ich habe jetzt auch keine weitere Zeit. Und das ist noch nicht mal für mich. Ja. Zerbrechlich ist es auch. So, wir kennen alle die Themen, wie sie auch letztes Mal in einer Paketzustellung dann vorherrschen. Da brauche ich, glaube ich, nicht drüber reden. Vor 4 Jahren habe ich mir die Frage gestellt, wie kann man das denn anders machen? Ja, von der User-Story her gedacht, von der Kunden-Experience. Nur mehr geht nicht. Ja? Das heißt, was ganz, ganz Neues müsste entstehen. Und das haben wir mit Versenden gedacht. Diabetes ist quasi eingebettet in ein ganzheitliches Diabetesmanagement. Wo der Blindspot noch ist, ist nämlich genau dort, dass gerade Unterzuckerungen noch überhaupt gar nicht in den System abgebildet werden. Das bedeutet, wenn jemand unterzuckert, gibt das System zwar Empfehlungen. Das Problem ist aber, dass dieses System überhaupt gar nicht den Diabetiker quasi begleitet, wie er aus einer Unterzuckerung in den Zielbereich gelangt. Ja, es gibt Hunde, die können Diabetes riechen und auch Krebs. Und ich sag mal, die coolen Business Angels, die einen guten Geruchssinn haben, haben vielleicht Lust, in ein cooles Startup aus MV zu investieren. Wir würden uns freuen und ich bin ganz offen für Fragen und für Anregungen und ich höre jetzt auf. Dankeschön. Wir sind ja Tourismusland Nummer 1, also zumindest immer welche Statistik man nimmt. Wir entwickeln die sicherste, die vollständigste und die smarteste Plattform für Caravaning. Ich spreche für das Rostocker Startup Medventi. Wir sind im Gesundheitsbereich und freuen uns, heute hier zu sein. Wir haben uns entschlossen, den Pflegebereich zu digitalisieren. Kräfte und Interessen sollen fortan besser gebündelt werden. Tragfähige und persönliche Brücken will der Gründungsinkubator zwischen Gründerszene und etablierter Wirtschaft bauen. Gezeigt wird, was für ein Gesetz es aktuell gibt, das Krankenhauszukunftsgesetz.